Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tennis besucht. Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen, denn so sind Helden. Sie zeigen Gnade. Slap, du bist gleich beim Bunker. Ich schick dir ein paar Jungs zur Hilfe. Schau nach oben, Slash! Meine Kopter kommen! Schalte die Automatikgeschütze aus, Slap! Die dezimieren deine Luftunterstützung! Dieses Kraftfeld schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Okay, Schluss mit lustig, Kinder. Rick und seine Versager konnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Ja. Yes! Ja. Jawohl! Ein Automatikgeschütz weniger. Oh Mist! Kämpf weiter, Slap! Zerstör die Geschütze! Meine Jungs haben Nachschub für dich. Such nach dem Copter mit einem weißen Signallicht. Die Slaves haben Munition für dich draußen am Ring. Laserstrahl! Sobald wir den Bunker knacken, kann ich nichts davon abhalten, den Kammerschlüssel zu schnappen. Kämpf immer weiter! Yes! Yes! Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Das ist der Bunker. Darf ich vorstellen? BLK-3R, der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst getroffen. Jetzt tu mir einen Gefallen und stirb.
zerstört ist, kommst du an die Türe zu meinen Räumen heran. Mach schnell. Yes. Ich bin gleich da, Soldat. Ich klettere zur Rückseite des Controller-Kerns hoch. Wir treffen uns drin. Keine Bio-Signatur. Bio-Signatur bestätigt. Alle 6, bitte Passwort eingeben. Das Passwort lautet, ich liebe dich. Ich hoffe, der Stimmmodulator funktioniert, sonst war das alles umsonst. Ich liebe dich. Nimm es als eine letzte Warnung. Nein, nimm es als meine letzte Warnung. Kehr um. Und ich verspreche dir, ich mach's kurz. Aber ich schwöre dir, einen Schritt weiter. Und jeder Mensch in Sanctuary kann im Sterben zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leib reiße. Radium allein kann den Kammerschlüssel nicht aufladen. Man braucht einen Katalysator. Etwas, das seine Kraft erweckt. Man braucht eine Sirene. Jack hat sich seinen Sirenenkatalysator vor langer Zeit gesichert. Er versteckte sie jahrelang vor der ganzen Welt. Aber endlich kannst du sie befreien. Ich registriere, dass du dich näherst. Beeil dich und stoße zu mir. Du musst den Kammerschlüssel holen und mich ausschalten. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Der Schlüssel ist hier, aber um zu verhindern, dass Jack den Krieger erweckt, reicht es nicht, den Kammerschlüssel zu stehlen. Du musst auch seinen Katalysator zerstören. Du musst ruhig. Zerstören. Jack pumpte mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen und seine Gegner zu manipulieren. Werden die Iridium-Injektoren zerstört, die mich am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter aufgeladen und eine lebenslange Knechtschaft endet. Weg von meiner Tochter, verdammt! Verdammt, was soll das? Angel! Ich halte dich auf, du Verdammter! Ah, nicht fluchen! Die Iridium-Injektoren! Zerstöre sie! Oh nein, Änderung! Nein, ich versuche, die Injektoren freizulegen. Warte! Anit, wenn du dich aufhörst, komme ich runter und buche dir persönlich das Hirn raus! Hörst du? Er lügt! Der Feigling würde nie gegen dich kämpfen! Hast du das, Angel, eine Sirene? Duh.
Ich meine sofort, Roland. Ja, bin dran. Statt die Munition. Schneid dir die Augenlider ab, damit du bis zum Messers tut weh! Ja, dann sei das Blut weh! Du bist das Blut, weiter nicht! Das ist deine Masche. Er will Schuldgefühle wecken. Du sollst auch mit bei allen Scheiße schon. Nur nicht jetzt. Ja, ich hasse mich! Ja. Geschenk ist unten! Schieß auf den Injektor! Mehr Blut für meine Brust! Ich habe ein Geschütz abgesetzt, um dir zu helfen! Ja. Hier, Munitionsnachschub! Achtung! Übler Loader! Ich leg dir hier Toren frei! Durchhalten! Dir was sagen. Du bist ein Arschloch.